Ja, also mal Hallo an alle. Also meine Tätigkeit im Verein ist vor allem der Athletikbereich, also zusammen mit dem Florian Meierhofer. Das mache ich und er zusammen. Ich bin jetzt vermehrt bei der Kampfmannschaft und bei den Amateuren oben, aber ich helfe natürlich auch sehr gerne immer bei der Akademie mit. Und ja, das ist meine Tätigkeit. Ich mache einfach die Spieler fit, Verletzungsprophylaxe und alles, was halt rundherum um Fitness da gebraucht wird. Ja, wie schätzt du aktuell die Mannschaft ein, auch im Fitnesszustand jetzt? Ja, also wie wir jetzt gesehen haben, die letzten Spiele, ich glaube, das haben wir sehr gut im Griff gehabt, vor allem auch immer in der zweiten Halbzeit, wo wir die zweite Luft da immer gehabt haben. Also ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Man darf nicht vergessen, wir sind eine der jüngsten Mannschaften in der Liga. Also wir haben noch keine Routine, das heißt, wir müssen auch schauen, dass wir wirklich körperlich topfit sind, dass wir das wirklich, wie wir jetzt immer gesehen haben, in der zweiten Halbzeit, haben wir oft die Spiele gewonnen jetzt immer. Ja, wie gehst du da an deine Aufgabe heran? Das ist ja nicht nur Fitness, sondern es geht ja um Ernährung und um die Trainingssteuerung, oder? Ja, wie gesagt, der Fitness-Trainer in der heutigen Zeit, da geht es nicht immer nur darum, dass man sagt, man geht in die Kraft kommen und macht ein paar Übungen, sondern das ist ein, ja, ich und der Flo sagen immer, das ist der holistische Sportler, das ist ein Rundherum. Da geht es um, wie du sagst, um Ernährung, da geht es Bluttests, wir machen Bluttests, schauen, ob den Spielern was fehlt, also gegebenenfalls da mal supplementieren, da geht es um Regenerationsmaßnahmen, was ist gut, Eiswasser, Ausrollen, die ganzen Geschichten, das ist nicht nur mal heutzutage stupide, ich gehe in die Kraft kommen und das war's, sondern das ist wirklich ein Rundumpaket, das was man abdecken muss als Athletiktrainer. Das läuft ja im Moment sehr gut, wenn man den Fitnesszustand der Mannschaft anschaut. Ja, wie geht ihr da ans Training heran? Ihr probiert immer wieder neue Sachen ins Training einfließen zu lassen? Ja, also es ist so, dass ich und der Flo oft wirklich stundenlang zusammensitzen, rumschleifen, schauen, was wir noch verbessern könnten. Wir lassen uns wirklich viele Sachen einfallen. Also uns ist auch wirklich wichtig, dass eine Variation gegeben ist, dass nicht immer wieder das Gleiche kommen, dass die Spieler wissen, was am nächsten Tag passiert, sondern wir probieren wirklich viele Sachen. Ich sage immer, der Markt ist groß. Wir haben ja viele neue Sachen dazu gekauft, wo man sagt, das macht auch Spaß. Und wir probieren wirklich viel aus und ich glaube, man merkt es einfach. Mir kommt persönlich vor, die Spieler freuen sich, wenn sie mit uns in die Kraftkammer gehen dürfen. Und ja, ich glaube, dass das der richtige Weg ist und man sieht es eigentlich am Erfolg jetzt. Ja, das wirkt, wollte ich gerade sagen, man sieht ja das auch, man hat jetzt da wirklich eine Heimstärke auch entwickelt. Ist das auch ein Mitgrund, dass man körperlich sehr gut drauf ist? Ja, also wie gesagt, in der heutigen Zeit im Fußball ist einfach die körperliche Komponente, die ist wesentlich. Also man sieht, der Fußball wird immer schneller, die Spieler müssen einfach am Top, die müssen topfit sein, die müssen am obersten Level sein, wenn sie überhaupt weiterkommen wollen. Da geht es nicht mehr, dass man sagt, man geht einfach ins Training, das war's. Also, und das habe ich ihnen auch probiert weiterzugeben und ihnen auch gesagt, wenn ihr was wollt, dann müsst ihr arbeiten. Und das ist uns, glaube ich, gut gelungen mittlerweile. Letztes Mal bin ich in die Kraftkammer gegangen vor dem Training und es waren 10 Spieler drinnen und das ist ein gutes Zeichen in meinen Augen. Ja, man spricht ja immer vom gläsernen Sportler. Ja, wie siehst du das? Ich meine, du kontrollierst ja immer die Werte von den Jungs. Fließt das auch in die Trainingssteuerung ein, wenn man da sieht, ja, der Spieler ist zum Beispiel müde oder so? Ja, also gläsern würde ich jetzt nicht sagen. Das ist Monitoring ist natürlich eine Hilfestellung für uns und für den Trainer und natürlich wird das Training danach aufgebaut. Also wenn ich sehe, dass die Mannschaft müde ist, dann gehe ich natürlich zum Trainer und sage, können wir da ein bisschen vielleicht weniger machen, machen wir vielleicht eine Regenerationsmaßnahme nach dem Training und so wird das heutzutage, finde ich, ja, das ist einfach eine Vereinfachung und natürlich am Ende des Jahres, wenn man sich die Verletztenliste anschaut, dann weiß man, das hilft. Ich glaube, dass das natürlich die zwei Seiten nicht schlecht sind, dass ich natürlich auch den ganzen Weg gegangen bin, was die Burschen jetzt gehen wollen. Ich bin auch selber in einer Akademie gewesen, habe dann bis zum Profifußball alle Sachen durchgemacht. Ich war in die U1, also bis zum U21 Nationalteam in allen Teams. Also ich weiß, was man braucht und die ganze Komponente, dass ich sage, jetzt weiß ich auch, was der physische Hintergrund dazu ist, ist das natürlich super. Also
ich kann, glaube ich, recht gut mitfühlen, was die Spieler fühlen. Weil ich weiß, dass natürlich, wenn ich jetzt sage zu einem, hey Burschen, wir haben jetzt die Woche zwei Morgenläufe, ja, dann bin ich natürlich unter Anführungszeichen der Arsch. Aber ich probiere ihnen halt natürlich zu erklären, warum machen wir das? Was sind die physiologischen Hintergründe? Und ich glaube, das war immer so ein Grund, auch, wo ich gesagt habe, okay, ich habe das oft nicht verstanden als Spieler, warum machen wir gewisse Sachen? Aber meine Herangehensweise ist halt, dass ich ihnen dann sage, okay, Burschen, schaut's her, das und das machen wir deshalb, weil das und das uns so weit bringt. Und ich glaube, das haben sie sehr gut behirnt und ich glaube, dass das auch, ja, jetzt auch dazu beiträgt, dass wir mehr Erfolg haben. Ja, schon angesprochen, früher warst du ausgezeichneter Spieler, jetzt bist du ausgezeichneter Trainer. Du hast jetzt also deine Ausbildung mit Auszeichnung abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch, Gratulation. Bist du selbst auch stolz drauf? Ja, wie gesagt, das war jetzt ein langer Weg. Der hat insgesamt 5 Jahre gedauert, bis ich die jetzt die höchste Ausbildung in diesem Bereich, in Athletiktrainer, machen habe können. Und ja, wie gesagt, ich glaube immer, es kann ja wirklich oft beobachten, dass Ex-Profispieler in einem Bereich natürlich auch probieren, ja, gut zu werden, und das ist einfach das, was man früher am Platz gehabt hat, das nimmt man mit in die Arbeitswelt, sage ich. Und ja, stolz bin ich natürlich und ich freue mich vor allem, dass mich der Verein da auch so unterstützt hat, und da möchte ich auch mal ein großes Dankeschön am ganzen Verein, an das ganze Trainerteam und ganz besonders an meinen Kollegen, an Florian Meierhofer, ausrichten da, weil ja, wie gesagt, sie haben mir vertraut, was ich mache, und ich und der Flo, wie gesagt, sind stundenlang oft da gesessen und haben probiert, was können wir nicht verbessern, haben es selber ausprobiert und haben es dann wiederum bei der Mannschaft wieder ausprobiert, und ja, mittlerweile haben wir gesehen, es funktioniert sehr viel, aber es ist natürlich, wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen ganz, aber das ist ein ganz normaler, eine ganz normale Geschichte in diesem Bereich, dass einmal geht es auf und dann geht es wieder ein bisschen ab. Die Mannschaft ist gut drauf. Jetzt ist Länderspielpause. Was kann man da in so einer kleinen, kurzen, ja, Unterbrechung jetzt noch machen mit den Jungs? Vor allem, ja, im Hinblick auf den April, wo sehr viele Spiele innerhalb kürzester Zeit warten. Ja, wie gesagt, wir haben uns da wirklich zusammengesetzt, alle zusammen, und ich und der Flo haben uns auch wieder Gedanken gemacht, wie nützt man die Zeit jetzt in der Länderspielpause. Das ist ein wesentlicher Faktor, sage ich. Und wir machen das meistens jetzt mit Blockperiodisierung. Wir haben also gesagt, okay, was geht uns jetzt noch ab und was brauchen wir in den nächsten 4 bis 5 Wochen, wo wir wirklich 7 Spiele haben. Also das heißt, wir haben da und da wieder ein paar Schräubchen gedreht und haben an der Grundlage gearbeitet, haben an der Fitness noch ein bisschen gearbeitet, und natürlich, man weiß jetzt, wenn man 7 Spiele in einem Monat hat, das ist eine Erhaltungsphase, da werden wir nicht noch viel machen können. Das heißt, jetzt haben wir die Basis für die nächsten 6 Wochen dann gesetzt. Wie wichtig ist, dass ja ehemalige Spieler, und ja, du bist ja so wie der David Zentscher, Jahrhundertspieler, einen Verein bindet, auch nach der Fußballerkarriere? Ich glaube, das ist ein wesentlicher Teil, wenn man erfolgreich werden will. Wir sind Spieler, also mittlerweile 12 Jahre beim Verein, sind schon noch länger. Wir kennen den Verein in- und auswendig, wir wissen, wie er funktioniert, und wir sind einmal mit Herz dabei, sonst würden wir nicht schon so lange da sein. Und ich glaube, den Weg gehen mehrere, wenn man Bayern München anschaut, also das ist natürlich jetzt höher zu setzen, ist eh logisch, aber die großen Vereine gehen immer den Weg, die nehmen die Spieler, was früher langjährig beim Verein waren, dann die fangen in der Jugend an und arbeiten sie dann hoch, und ich glaube, dass das ein kleines Erfolgsrezept ist. Ja, meine Wünsche sind natürlich weiterhin, dass wir das Level jetzt halten, und ich möchte auch noch dazu sagen, am Anfang des Jahres hat uns ja natürlich jeder, wie Zeitungen bzw. Laola und so, haben uns alle als Abstiegskandidat gesehen, und ja, und dass wir jetzt in der Mitte stehen, das ist einmal ein kleiner Erfolg, aber wir sind noch nicht am Ende, und ja, ich wünsche mir einfach, dass wir das Level jetzt halten, und ich glaube, wenn wir so weiter tun, wird uns das auch gelingen. Das Gute, Maxi. Super, Max. Max, Super, Max.